Hallo, herzlich willkommen, etwas außer Atem, hier aus Engelskirchen im Oberbergischen Kreis. Heute möchten wir euch mitnehmen auf eine kleine Fahrrad-Mountainbike-Runde. Wir wollen heute von Engelskirchen nach Maria Linden fahren, dann oben über die Höhe, kurz vor Drabender Höhe wieder in den Berg rein, beziehungsweise über den Berg und dann wieder zurück. Das sind rund 28 Kilometer, 600 Höhenmeter werden es ungefähr sein. Ja, ist ein bisschen windig, mal schauen. Aber zumindest es regnet nicht und es macht schon wieder viel Spaß, hier unterwegs zu sein. So, wir sind jetzt gerade an Engelskirchen-Lope vorbeigekommen, anschließend hinter dem Schloss Ereshofen vorbei und fahren jetzt den Berg Richtung Gut Forkscheid rauf. Das wird einer der ordentlichen Anstiege, die wir heute auf unserer Fahrradtour hier zu bewerkstelligen haben. Maybe I should go. If I had known from
same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Just let me get over. Einigermaßen am Horizont den Dom von Maria Linden erkennen. In Maria Linden haben wir eine kleine Ehrenrunde gedreht am Dom von Maria Linden, eine kleine Pause gemacht und ja, jetzt geht's hier weiter. Halbzeit haben wir auf jeden Fall schon hinter uns und wie man sieht, ein wunderschöner Blick hier über die Höhe, aber das Auf und Ab, das ist ganz schön anstrengend. So, wir haben uns jetzt entschieden, unsere Route ein klein wenig zu ändern. Ist doch recht anstrengend. Wir sind jetzt hier über Federgrat unterwegs und wollen ja je nachdem entweder über Drabender Höhe und das Munitionsdepot fahren oder wir fahren noch einen anderen Weg, aber das müssen wir mal gleich genau schauen. Vielleicht fahren wir dann an Schalken vorbei und fahren dann die steile Abfahrt Richtung Lupe. Das wird sich dann entscheiden, wenn wir oben an Heckhaus angekommen sind. Ja, wir haben Spaß, genau. So, ja, wir haben uns jetzt für die Variante nicht an dem Munitionsdepot entschieden und fahren jetzt hier an Schalken vorbei mit einer rasanten Abfahrt wieder Richtung Lope. Diesen Abschnitt hier, den bin ich schon mal gefahren. Ich glaube, das war so um Ostern herum und da weiß ich, was kommt. Und ja, das ist eine rasante Abfahrt und das macht einfach riesig Spaß, denn hier ganz lang den Berg runterzufahren.
Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Hier die GoPro hängt so ein bisschen an mir, sodass man das auch dann vielleicht auch einfach aus einer anderen Perspektive sehen kann. Links. Ja, die Abfahrt meine ich. I know that you are having a hard time right now. But everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to. Trust into us and we will help you through. Cause we only want what's best for you. I know that you are having trouble believing right. That everything is gonna be alright. I know that you're all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through. Cause we only want what's best. What is best for you? So, nach der rasanten Abfahrt sind wir jetzt wieder unten in Lope. Hier hinter mir fließt die Agger und es ist doch so schön, nach einer solchen Abfahrt dann wieder Asphalt unter dem Reifen zu haben. Also das war schon ganz schön haarig teilweise, weil da sehr viel grober Schotter lag und die Strecke auch nicht wirklich fest war. Naja, gut. Okay, wir wollen uns nicht beklagen, es ging den Berg runter. Wir sind jetzt nur noch wenige hundert Meter von Engelskirchen entfernt. Wir hoffen sehr, dass euch diese kleine Radtour gefallen hat. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.